Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in den Sacred Conversations in der Lebensfreude Lounge, endlich ja auch hier in Staffel 2 wirklich zusammen auf Sesseln, so wie sich das gehört, also für diejenigen, die auf YouTube dabei sind. Genau, wie man sich das in so einer Lounge einfach vorstellt, ja? Ganz genau. Ja, ich wollte mal an eine Situation anknüpfen, die ich heute Morgen erlebt habe. Als ich nämlich aufgewacht bin, ist ein ziemlich persönliches Erzählen jetzt hier. Aber wir haben uns ja ganz am Anfang auch dazu committed, hier wirklich ganz offen und ehrlich zu teilen, was auch so bei uns abgeht, damit du uns auch kennenlernen kannst. Und ja, wie das halt einfach auch so aussieht mit all dem, was wir auch anbieten. Also zum Beispiel hier Divinity, unser Signature-Programm. Was zu diesem Leben und zu diesem Leben in diesen Lebensgefühlen Divinity einfach auch dazugehört. Genau. Heute Morgen bin ich nach einem Traum aufgewacht. Der war ziemlich verwirrend. Da war viel los. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern, aber ich weiß noch, dass ich ein Kind bekommen habe, ein Baby zur Welt gebracht habe. Und ich weiß, dass ich bereit war, alles für dieses Kind zu tun. Und dass ich bereit war, alles von mir zu geben für dieses Kind. Und dass ich dieses Kind über alles geliebt habe. Und nur mal kurz vorab, ich bin ja jetzt gerade 23 Jahre alt, wo wir das hier aufnehmen, und ich wünsche mir zwar sehr, sehr, also zu meiner großen Vision gehört es auf jeden Fall, dass ich Kinder habe, nur halt nicht in naher Zukunft, aber was auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark und präsent in meiner großen Vision ist, ist, dass ich eine Familie habe, dass ich Kinder habe, für die ich wirklich die beste Mutter überhaupt sein kann. Geht jetzt hier nicht darum, irgendeinen Perfektionsanspruch zu haben, aber vielleicht verstehst du es, wenn ich sage, ich wünsche mir, dass meine Kinder ihre Mutter in der größten und besten Version überhaupt kennenlernen. Ich will Kinder bekommen, um sie zu lieben, um ihnen das größte Leben zu ermöglichen, und ich will einfach frei und glücklich mit ihnen sein. Ich will eine glückliche, freie Familie auch haben. Und das ist so mein Antrieb und so mein großes Bild, mein großes Ziel, meine große Vision. Und als ich heute Morgen von diesem Traum aufgewacht bin, war zum einen wieder so klar diese Vision da, was ich wirklich will, was ich mir wünsche. Und auf der anderen Seite war da auch so ein Gedanke, so ein Zweifler in mir, der gefragt hat, klappt das? Kriegen wir das hin? Schaffen wir das wirklich? Was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn das einfach nicht klappt und du irgendwie versuchen musst, auch über die Runden zu kommen? Also was zu meiner Vision zum Beispiel auch dazugehört, ist, dass gerade in den ersten Jahren der Leben meiner Kinder, dass ich dann da bin. Und nicht irgendwie mit irgendwas beschäftigt bin, mit Geldverdienen beschäftigt bin oder mit eigenen Depressionen, mit Struggle beschäftigt bin, sondern dass ich wirklich 100%, so gut es geht, einfach da bin und ihnen genau das geben kann, was sie brauchen in jedem Moment. Und da war dann in mir heute Morgen so ein Gedanke so, was, wenn das nicht klappt? Und das hat richtig wehgetan. Und ich habe richtig gemerkt, wie mein Herz so schwer geworden ist, so mein Brustraum so richtig, was, wenn das nicht klappt? Was, wenn ich das nicht hinkriege? Und das tat mir so leid und das hat mir so wehgetan, dieser Gedanke. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, oh krass, das ist jetzt einfach nur wieder eine Erinnerung,
dafür, dass ich mich wieder entscheiden darf. Dass es wieder angebracht ist, eine neue Entscheidung zu treffen. Weil, warum hat das so wehgetan? Weil mein Herz weiß ja, was es will. In meinem Herzen und genauso in deinem Herzen und in deinem Herzen steckt ja diese große Vision, diese eigene. Ne? Das ist, was meine ist, habe ich ja jetzt so ein bisschen geteilt. Jeder Mensch hat so seine eigene Vision und unser Herz weiß ganz genau, was da drin ist und was es leben will. Und es kennt auch genau den Weg. Es kennt ganz klar den Weg. Das nennt man dann die Impulse, die man empfängt, um sich sein Traumleben zu erschaffen. Die kommen aus dem Herzen, weil das Herz ganz genau weiß, wo es lang geht. Dein Herz weiß immer deinen nächsten Schritt. Und das sind auch ziemlich klare Botschaften. Bei dir damals war es einfach nur, kündige zum Beispiel. Ne? Also es sind so klare Botschaften, die das Herz schickt. Und deswegen hat es meinem Herz so wehgetan, dass ich kurz mich diesen Zweifeln hingegeben habe oder dass ich kurz über diese Zweifel nachgedacht habe, weil das ja wohl das Gegenteil davon ist, was das Herz braucht, und zwar Vertrauen. Mein Herz wollte einfach nur, dass ich ihm vertraue und weiter meinen Weg gehe, weil es weiß ganz genau, dass dieses Leben nicht auf der einen Seite auf jeden Fall mal für mich möglich ist und auf der anderen Seite, dass es auch da lang gehen muss, dass das absolut natürlich ist, dass das zu meinem Leben gehört, diese Vision. Und für mich war das einfach nochmal so, so klar, ich darf mich einfach nochmal ganz klar entscheiden, wo es lang geht. Entweder ich steige, also es war wie so, ich hab da so ein Bild im Kopf, so eine Transformationszughaltestelle. Entweder ich steige in den Zug ein, mit den Zweifeln, mit den Ängsten, mit der Resignation. Also ich gebe einfach auf und sage, ich nehme das einfach hin irgendwie, dass irgendwas nicht funktioniert, warum auch immer, glaub dem Bullshit-Stories in meinem Kopf. Oder ich steige in den anderen Zug, auf dem steht dick und fett geschrieben Divinity. Also Divinity, so nennen wir dieses Lebensgefühl, dieses große Leben, dieses ich lebe meine Version, ich bin lebendig, ich bin in der Liebe, in der Freude und ich habe die Klarheit, ich folge meinem Herzen. Das ist, also Divinity ist so unser zusammenfassender Begriff dafür, was dieses Leben, für das wir wirklich hergekommen sind, ausmacht. Deswegen haben wir auch unser Programm so genannt, wo es genau darum geht, dieses Leben zu erreichen beziehungsweise wirklich in diese Größe hineinzuwachsen, in diese wahre Persönlichkeit, die dein Herz in sich trägt, hineinzuwachsen. Und da war für mich heute Morgen wieder ganz klar, ich steige in diesen Zug ein. Die Zweifel, okay, die sind da. Dieses schwere Gefühl habe ich einfach wahrgenommen. Ich habe es einfach gefühlt, es war da, es ist in Ordnung gewesen. Und dann habe ich wieder klar gesagt, hey, und Madeleine, du schaffst das. Du kannst das. Du wirst diesen Weg gehen und du wirst dieses große Leben leben, weil du bist für diese Vision hergekommen und die wird sich erfüllen. Wow. Ja, da wird ganz deutlich draus, ist eines der Botschaften für dich auch, anhand dieser Ausführungen von dir, egal wo du stehst, der Kopf schickt immer mal wieder Zweifel. Also wir sind ja jetzt wirklich in einem freien Leben, raus aus dem Hamsterrad, raus aus der Gelebtwerden-Falle. Also wenn ich von mir jetzt spreche, stehe morgens ohne Wecker auf, schon seit Jahren, hüpfe an den Strand, habe den ganzen Vormittag für mich. Wenn wir hier auf Zypern sind, sind wir ja noch eine Stunde vor. Vor 11 Uhr mache ich keine Termine, das heißt, hier ist es schon 12. Ich zelebriere den ganzen Vormittag mit Dingen, die wir Freude machen, gemeinsam zu brunchen und, und. Und das entspricht ja unserer Evolution, eigentlich mal auch weiterzugehen, sich weiterzuentwickeln. Es gibt ja kein bis hierhin und nicht weiter. Ist etwas, was ich in Dubai gelernt habe. The sky is the beginning. Bis dahin habe ich immer gedacht, the sky is the limit. The sky is the beginning. Und dahinter geht es ja immer noch weiter. Es sind ja immer nur die Grenzen, die wir uns im Kopf selbst auferlegen. Und was da immer vorbeispaziert,
Das ist der Kopf, der uns interessante Geschichten erzählt. Es geht's jetzt, kriegst du das wirklich hin und. Und bei mir war es ja mal so, bevor der Impuls da war zu kündigen, war ja ganz klar, und das hat mich damals so im Herzen geschmerzt, mich in diesem Hamsterrad gefangen zu fühlen. Auf der anderen Seite hat der Kopf mir natürlich erzählt, sei doch stolz auf die Stelle, die du hast, verdienst doch gut. Und da draußen gibt es so viele Menschen, die wären stolz auf diese Stelle und, also diese Palette. Auf der anderen Seite war Geld halt immer irgendwie so ein bisschen ein Thema bei mir, trotz gutem Verdienst, wo ich euch damals als Kinder gerne mehr ermöglicht hätte oder einfach mal spontan gesagt hätte, komm, lass mal eine Woche spontan irgendwo hinfliegen und wenn in Deutschland schlechtes Wetter ist, verschwinden wir mal in die Sonne und wenn wieder schönes Wetter ist, kommen wir nochmal zurück. Die Spontanität konnte ich nicht nur wegen dem Kontostand nicht machen, sondern natürlich auch im Hamsterrad. Ich konnte ja nicht im öffentlichen Dienst sagen, oder das kann man im Angestelltenverhältnis ja nie, ich bin morgen mal weg für eine Woche, zwei. Ja? Das war mir schon klar, ich muss mein Leben selbst in die Hand nehmen, um wirklich frei zu sein. Und dann habe ich natürlich auch schon so instinktiv gespürt, wenn ich jetzt nicht in die Puschen komme und vorgehe für die Family und euch noch ein anderes Beispiel bin, das war mein größter Motivator für mich selbst, ja, aber mein größter Motivator war wirklich, euch noch was anderes mitzugeben, um euch die freie Wahl zu lassen. Also für diejenigen, die jetzt sich fragen, wer ist euch? Ich meine Madeleine und ihren Bruder. um dann die freie Wahl zu haben, wie ihr euer Leben gestaltet. Auch frei oder klassische Variante, wie auch immer. Also da habe ich völlig losgelassen. Aber rückblickend zu sagen, ich habe die Kurve noch gekriegt, habe noch vorgelebt, wie es gehen kann auch. Was ihr draus macht, klar, das darf ich natürlich euch überlassen. Und natürlich dann auch selbst in dem freien Leben anzukommen. Und was ganz, ganz wichtig ist, was viele nicht unterscheiden oder was viel auch nicht so klar kommuniziert wurde, bis eben, wichtiger Hinweis für dich, wenn wir von Impulsen gesprochen haben, Madeleine hat das so schön gesagt, die kommen immer aus deinem Herzen, aus deinem Higher Self, aus deiner Seele, welchen Instanz wir diesen Namen auch immer geben können, aus deiner Divinity, aus deiner Göttlichkeit, ja. Und was dann so Sekunden später oft schon dazu kommt, ist das Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl ist eng verbunden mit unserem Bauchhirn. Also wenn die Zelle sich an beginnt zu teilen, entsteht aus dem einen Teil der Zelle nach der Befruchtung erstmal das Bauchgehirn und aus dem anderen Teil entsteht das Kopfgehirn. Und unsere Gehirne, sei es Bauchgehirn oder auch Kopfgehirn, knüpfen immer an Dinge an Sicherheitsdenken, den Weg zu kennen von A nach B. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn im nächsten Punkt dann so das Bauchgehirn einsetzt, das fühlt sich jetzt nicht gut an, wenn's meins wäre, dann wird's ja einfach sein und schon stecken wir wieder zurück und drehen uns wieder im Kreis. Veränderung kann immer nur außerhalb der Komfortzone stattfinden. Und mein Bauchgefühl, das hat sowas von rebelliert oftmals. Gerade als so eine besondere Zeit Anfang 2020 anfing, Kopfkino hoch 10, was hast du jetzt hier gemacht, was machst du hier und. Aber der Impuls, der war so klar für mich und ich habe bis dahin schon so sehr mich darin geübt, und das ist auch ein Training, auf das Herz zu vertrauen und auch sich immer wieder vor Augen zu halten, das Herz, das will uns führen. Das hat schon viel länger geschlagen, bevor unser Kopf, der Denker, der Verstand überhaupt eingesetzt hat. Der ist ja erst später dazugekommen, als wir aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind. Und das war für mich immer das Indiz, die Herzintelligenz ist höher als alles andere und dem darf ich vertrauen. Und ich bin bereit zu vertrauen, ich bin bereit zu gehen, ich bin bereit alles zu verlieren, um alles zu gewinnen, was ja nie heißt, dass man wirklich alles verliert, sondern im Gegenteil, man gewinnt ja alles. Wenn ich an unser Familienleben jetzt denke, was für ein Geschenk. Wenn ich an die vielen magischen Momente jeden Tag auf ein neues denke, was für ein Geschenk. Und diese Geschenke kann ich in meiner Welt, aus meiner Erfahrung auch, nur empfangen, wenn ich mir erlaube, meinen Impulsen zu folgen. Ja. Und Schleierlüfte, anders denken,
Die Basis schlechthin. Du darfst dir erlauben, dir selbst zu vertrauen, deinem Herzen und beginnen, über den Tellerrand hinaus zu denken. Völlig egal, was andere im Umfeld denken. Glaub dir deine eigenen Gedanken. Und wenn du dich mal fragst, das, was du bis eben denkst, ob das überhaupt deines ist, ich kann dir eins sagen, du wirst zu 99% als ersten Impuls empfangen, nee, ist ja gar nicht mein Gedanke. Weil all das, was du bis eben denkst, hat nicht nur zur jetzigen Lebenswirklichkeit geführt, sondern es sind Gedanken, die du bis eben aus dem universellen Feld, aus dem Kollektivbewusstsein übernommen hast. Geht halt nicht, weil, ist halt nur das möglich und, und. Ich mag jetzt gar nicht zu viel in der Richtung von mir geben, um nicht noch neue Glaubenssätze vielleicht in dir zu entfachen. Wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist und mal alles das hinterfragst, was du bis eben denkst, was du glaubst, das ist halt so, hinterfrag das mal alles. Und stell dir auch mal die Frage, ist das meines? Du wirst zu nahezu 100% auf den ersten Impuls gilt zu lauschen, nein, das ist gar nicht meines. Und dann beginnst du dir neue Geschichten zu erzählen, nämlich die, die du wirklich glauben willst, die, die wirklich aus deinem Herzen kommen, die, die wirklich von deiner Seele kommen. Und deine Seele, dein Herz will dich ja nicht übers Ohr hauen. Das will ja das Allerbeste für dich. Und dem darfst du vertrauen und dafür losgehen. Und dann entstehen die großartigsten Dinge in deinem Leben. Und wann ist dazu der richtige Zeitpunkt? Jetzt! Gestern ist vorbei und morgen ist noch nicht. Jetzt geh heute los, entscheide dich heute neu. Ja? Wenn ich hier stehe und hier ist der Gipfel und hier ist die Schlammgrube und ich stecke gerade irgendwie im Schlamm und ich weiß, ich will irgendwie hier hin. Entweder weil ich aus der Schlammgrube raus will oder weil ich hier oben auf dem Gipfel einfach stehen will. Das ist jetzt für die Visuellen hier auf YouTube, ne? wenn ich auf jeden Fall zum Gipfel möchte, dann bringt es mir nichts, nur über den Gipfel nachzudenken und zu gucken und so, ah, klappt das? Ah, ich weiß nicht, aber ich glaube, da oben liegen ein paar Steine. Weiß ich jetzt nicht, ne? Es bringt nichts. Du wirst aus diesem Schlamm nicht rauskommen und du wirst auch den Gipfel nicht erreichen, wenn du nicht losgehst. Wir neigen oft dazu, dass wir gerne den ganzen Weg kennen möchten und so, ne? Aber dein Herz wird dir Impuls für Impuls schicken. Natürlich gehört da auch Vertrauen dazu. Das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Das ist meinem Herzen. Ich habe da richtig so, wie so ein Gespräch mit meinem eigenen Herzen geführt, das mir dann gesagt hat, hey, Madeleine, du vertraust mir gerade nicht und das tut mir unglaublich weh. Mhm. Das ist das, was wehgetan hat bei mir. Weil ich ganz kurz über diese Zweifel nachgedacht habe. Und weil ich ganz kurz gedacht habe, oh fuck, was ist, wenn das nicht funktioniert? Mhm. Was ist, wenn das doch nicht für mich möglich ist? Was ist, wenn ich hier nur so, also so Träume sind Schäume mäßig oder so dieses Gelaber halt. Was ist, wenn das alles wirklich nicht funktioniert? Und das hat mir so wehgetan. Das hat mir so wehgetan, weil mein Herz gemeint hat, hey, du vertraust mir gerade gar nicht. Und das tut mir weh. Und ich kenne doch den Weg, ich weiß doch die Schritte. Und dann darf ich halt einfach losgehen. Und was halt für uns immer, also wir zum Beispiel in unserer Welt, ist es Divinity, das Programm, wo wir wirklich sagen, wir wollen dahin, wir wollen zu diesem Gipfel und wir gehen los. Divinity ist das Programm dafür, wenn du sagst, ich will raus aus diesem Schlamm und ich will los zu diesem Gipfel gehen. Dafür ist Divinity da. Und ich glaube zutiefst daran, dass wir all das erreichen können, was wir wollen, wenn wir einfach losgehen und unseren Impulsen folgen und dass es sich in unserem Leben so oder so entfalten wird, wenn wir nicht erstens dagegen wirken oder zweitens diese ganzen Schichten auf uns lassen, die uns davon abhalten, das Leben zu leben. Und gleichzeitig ist so ein Programm wie Divinity einfach nur so ein Turbogang. Einfach nur mal einen Gang höher geschaltet, damit du schneller vom Fleck kommst. Und damit du nicht im Schlamm stecken bleibst, sondern damit du eben loskommst und wirklich schnell vorankommst und auch mal Ergebnisse in deinem Leben siehst. Weil ich weiß auch, dass wir viele Zuschauer und Zuhörer haben, die schon lange auf dem Weg sind, die schon viel gemacht haben, viele Bücher gelesen haben, vielleicht auch einige Coachings und Seminare gebucht und besucht und die irgendwie das Gefühl haben, hey, wann ist es denn endlich mal soweit? Ich mache doch schon so viel und ich habe doch schon so viel gemacht. Kann es nicht einfach mal gut sein? Und es ist nicht immer bequem.
Das wollen wir gar nicht sagen. Wahrscheinlich wird Divinity auch nicht nur so gemütlich und super toll und hurra. Aber es wird deep und was daraus entsteht, ist noch viel, viel größer. Ich glaube, ich habe sogar im letzten Podcast erwähnt, irgendwo habe ich es erwähnt gehabt, die Tage, wo es darum ging, dieses Thema Geburt, da schließen wir auch gerade nochmal den Kreis, wenn man hört ja ganz viel oder viele, die halt schon Kinder haben, erzählen ja davon, dass sie den ganzen Schmerz des Geburtsvorgangs an sich, die Wehen und all das, was in der Schwangerschaft halt war, dass all das auf einmal vollkommen aus dem Fokus gerät und alles ist auf einmal gar nicht mehr so schlimm, sobald dieses neugeborene Wesen auf die Brust gelegt wird. Und genauso fühlt sich Divinity für mich oder für uns an, kann ich sagen, wir sind so durch die Schmerzen gegangen, so durch Ängste, durch die Zweifel. Wir hatten Erfahrungen gemacht mit Depressionen, wo wir einfach keine Lust mehr hatten auf dieses Leben. Und wir sind da durch. Und heute sitzen wir dann da am Strand in Zypern, nennen das unser Zuhause, leben einfach, weil wir leben wollen, wir sind glücklich, wir freuen uns auf den Tag, wir fühlen die Lebendigkeit, wir sind verbunden mit unserem Herzen, wir spüren, was da ist, wir folgen unseren Impulsen und wir wissen, dass das Großartigste noch auf uns wartet und auf jeden Fall kommen wird. Mhm. Das ist die Definition von Divinity. Und es ist die absolute Einladung, in diesen Zug einzusteigen und diesen Turbogang einzulegen und wirklich voranzukommen und wirklich den Next Step zu wagen, auch wenn es nicht immer gemütlich ist und auch wenn es manchmal große Entscheidungen bedarf. Und es hat auch niemand gesagt, dass eine Schwangerschaft immer gemütlich ist. Aber es ist doch wunderschön. Und ich habe, wie gesagt, ich habe ja noch keine Kinder, aber ich bin ziemlich sicher, dass es wunderschön ist, diesen Moment zu erleben, wenn dein eigenes Kind, dein neugeborenes Kind, ob es jetzt der Mensch ist oder ob es dein neues Lebensgefühl ist, ob es deine Vision ist, wenn das auf einmal da ist und wirklich du hast es einfach geschafft, du hast es erreicht, es ist da, du kannst es fühlen, du lebst es. Und ja, in anderen Bereichen des Lebens machen wir es ja. Als der Wunsch da war, Kinder zu bekommen, habe ich mir keine Gedanken drum gemacht, wie schaut das dann aus mit der Geburt, wie schaut das aus mit den Wehen und, und. Wenn ich mich ins Auto hocke und will von München nach Hamburg fahren, dann denke ich ja auch nicht drüber nach, welche Baustellen sind vielleicht unterwegs oder ist die Straße durchgehend befahrbar oder ist Stau oder was auch immer, ich fahre doch los. Nur in anderen Bereichen hier jetzt seine eigene Schöpferkraft, seine eigene Göttlichkeit wieder zu erkennen und sich das Leben des Herzens zu gestalten, da haben wir so interessante Ansichten. Ja? Warum? Wie wäre es, wenn du dich davon auch mal löst? Einladung. Und es genauso eine Fahrt wäre, wenn du in Hamburg hockst und willst nach München fahren, fährst du los und genießt den Weg. Egal jetzt, ob du mit dem Auto fährst, wenn du dich in den Zug hockst, hast du ja auch Vertrauen. Du hast es den Impuls, dann einen Zug zu fahren, dass der Zug von Hamburg nach München fährt. Du hockst da und genießt die Fahrt. Und das sind so die Dinge, wo es darum geht, als Beispiel jetzt hier auch in unserem großartigen Signature-Programm Divinity, eine Begleitung zu haben, wo dir so vieles wie Schuppen von den Augen fallen wird und du denkst, wow, wie einfach kann es denn sein? Ja? Ja. Also, es wird einfach großartig und es ist gar nicht so einfach, das alles in Worte zu beschreiben. Fühl in dich hinein, folge deinem Impuls. Ja. Link findest du in der Nähe von dem Video. Und also Folgenbeschreibung auf Spotify. Ja, stimmt. Ich war jetzt ganz auf dem YouTube-Kanal, aber Spotify hörst du uns ja auch zu. Und das mal als kleiner Spoiler jetzt auch. Also trau dich, komm in Divinity und lass uns gemeinsam den Weg in die Richtung gehen, wo dein Herz, deine Seele, die schon so lange hinhaben wollen. Wir sind da, wir sind die Einladung für dich und das ist wohl auch der Grund, warum du heute diese Podcast-Folge bis zur allerletzten Sekunde auch
gehört oder auch angeschaut hast, wo du sie auch immer entdeckt hast. Ja, sehr gut. Wir haben dich so, so, so lieb und freuen uns megamäßig auf alle, die die Reise mit uns gehen und oder für sich gehen vielmehr. Und ansonsten würde ich sagen, ahey. Ahey. Mua.